Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Spaß im Multiplayer. In die Lobby eintreten. Inzwischen habe ich den Lüfter angemacht, ja. Dann ist es nicht so warm. Ja. Weil es ist sehr warm, weil es draußen warm ist und weil ich eine Heizung habe namens PlayStation. Deswegen, ja. Ist manchmal Lüfter sehr ein bisschen angenehm. Und ich werde mal gucken, war die Inventierung auch so normal oder habe ich einfach nur nicht mehr. Ich habe nämlich länger nicht mehr gespielt. Deswegen kann es sein, dass ich da nicht mehr gewohnt war. Aber ich weiß nicht, wie. Ich habe keine Ahnung, ob es vorher auch war. Ob mir da aufgefallen ist oder nicht. Aber ich glaube, da war es andersrum. Da war nach oben drücken, nach oben gucken. Warum dauert es jetzt so lange, in eine Lobby zu kommen? Ah, kaum sagt man das, komme ich in die Lobby. Es fehlt nur noch ein Killer. Echt jetzt? Da waren wir schon alle einverstanden und der nö, ne. Moment mal, ich hätte da was vergessen einzustellen. Hätte ich fast vergessen. Ja. Da. Verdienen davon jetzt alle etwas von den Blutpunkten her. 25% auf alles. Für jeden. Ladezeit, Ladezeit, Ladezeit. Müsste aber gleich fertig sein mit der Ladezeit. Was jetzt der Fall sein würde. Der Balken ist voll. Ja, direkt am Tor tauche ich auf. Ja, jetzt passt es wieder. Thank you.
Daneben! Gehen wir nach oben. Ne, ne, ne. Da fange ich mal das hier an zu reparieren. Was soll das? Naha! So, ich komme. Nee, wieso hat er getroffen? Na, hat er mich doch noch erwischt. Blöde Erblindung. Da sehe ich nicht, wo die sind. Ach, da? Da hinten. Ja. War ein Versuch wert. Was sollte das werden? Der wirft und wirft und wirft.
Ah, ich glaube, das war's. Eine flotte Runde. Das eine heilen, so hätte ich lieber abbrechen sollen. Da hätte ich. Ja, minus eins, ja. Ja, wenig Punkte. Und wieso war das bei der einen Sache auf einmal inventiert? Das kapiere ich immer noch nicht. Warum war die Internetzeit auf einmal inventiert? Ja. Ich hätte jetzt mal eine Lobby bei, aber erstmal eine Opfergabe, und zwar Selbstlosigkeit-Kategorie. Ich frage mich, wann der nächste Killer eigentlich erscheint. Besser gesagt, das nächste große Update. Besser gesagt, das nächste Addon praktisch. Bin gespannt, welcher Killer das eigentlich sein wird. Ich habe mich dann nämlich noch relativ wenig drüber informiert. Wann das überhaupt erscheinen soll oder so. Jetzt fehlt nur noch einer, und zwar du. Kann sein, dass sie auch wieder Zielschrank 3 ist. Oh, Glück. Das könnte nützlich sein. Könnte, muss aber nicht. Auf jeden Fall ist es nervig, wenn einer, also wenn diese Inventierung in der letzten Folge war irgendwie, ich hasse sowas. Wie soll man da fliehen, wenn man dann wenn das importiert ist. Und zwar ohne jeglichen Grund war das invertiert. Oh, hi. Ist da eine etwa AFK? Dann sollte ich mich von dem ein bisschen entfernen. Oh, es ist der Doktor. Zum Glück bin ich nicht im Terrorradius. Terrorradius? Ich glaube, das heißt anders.
Ja, bleib von mir entfernt. Nein! Ja, ich mach mal einfach mal weiter. Gute Ablenkungsmanöver da hinten. So. Ich hau mal ab. Das war ganz langsam. So, reparieren wir mal das hier. Während die anderen den praktisch ablenken. So. Gleich haben wir den auch fertig. Führt den nicht zu uns. Ja, ein bisschen heilen. Ja, zu drin muss das ziemlich schnell gehen. Ach, er ist weg. Der eine ist die ganze Zeit an irgendwie eine Nase rumführen. So, hehe. Also das hätten wir schon mal geschafft. Nächster. Nicht rennen, das werde ich noch gebrauchen, falls ich vor dem Killer fliehen muss. So. Irgendwie. Ist das eine ziemlich gute Taktik? Wir drei reparieren die ganzen Generatoren und der. Und bis eigentlich da hinten.
Ich helfe mal mit. Ich gehe mal zurück. Da hinten ist nämlich ein Generator, der gemacht werden will. Ja, ja. Und so geht das. Ah, da haben wir ja schon fast die Hälfte. Los! Oh, so müssen die aufmachen, die Tür. So, die Tür ist gleich offen. Hey, das hier gibt noch ein paar Blutpunkte. Mach ich einfach mal erstmal das Totem kaputt. Einfach mal um die Ecke gestrichen. Ja. Da haben wir alle überlebt, ne? Ja, was willst du dir schnappen? Das oder das? Ich wäre für das da. Denn das würde ich gerne haben. Das bringt einen so Krotus brennen. Ach, oh, das wäre für den Schlüssel ganz gut. Aber egal. Ich würde sagen, das war jetzt eine weitere Folge von Spaß im Multiplayer.